So, heute habe ich was ganz Spezielles für euch. Und zwar, Thomas hat mir diesen Amabrush geschickt. Und zwar, ja, damit könnt ihr euch die Fresse so richtig polieren. Das war jedenfalls mal der Gedanke. Und zwar, übrigens, schöne Grüße von Mr. Dent. Ich nenne ihn Arthur. Haha, also, damit werden wir das mal ausprobieren. Das war wohl ein Kickstarter, der, ja, nicht alle halten den für so super gelungen. Sagen wir es einfach einmal so. Ja, das werden wir heute mal ausprobieren und das Ding dann auf jeden Fall zerlegen. Er will es auch nicht mehr zurück, hat er mal gesagt. Das ist witzig, ne? Das zeigt, das ist hier, das ist super magnetisch. Und, ach komm, ich zeige euch das mal geschwind. Weil, wie funktioniert, das, sagen wir so, es gibt andere Geräte, die haben auch so bunte, leuchtende Dinge. Sehr fix. Ah, hört ihr das? Also es vibriert in der Hand. Ja, das ist der Amabrush Dance, so nennt ihn der Fachmann. Whatsoever, wie geht es? Ja, ich denke, also damit ist ja schon bewiesen, dass das Ding valide ist und Spaß macht. Oh, okay. In wie vielen Sekunden will das euch, Moment, das müssen wir natürlich schon anschauen. Ah, das ist ein QI, okay. Lädt die Image in weniger als einer Stunde, bla 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 bla. Entwickelt für Armorbrush, okay, das ist eigentlich nur die Ladestation. Die 10 Sekunden Zahnbürste. 10 Sekunden. Mark my words. Ja, sie wurde wohl benutzt, hat mir Thomas gesagt. Ich könnte es auch ausprobieren, hätte sie sauber gemacht. Aber, also ich weiß auch nicht. Aber für mich ist das mehr so der kleine Horrorladen, das Ding. Also, wir fangen jetzt an, die Zähne zu putzen. Das gefällt mir, gell? Fragt's mir jetzt nicht, warum sich das so rumdreht. Das ist besser als Kino, gell? Und deswegen habe ich mir den Mr. Dent hier geholt, weil, nein, ich wollte nicht die Rocky Horror Picture Show hier euch, bin ja ganz synchron, gell, euch vorsingen, sondern ich mache den jetzt ein bisschen dreckig. Ich finde auch, dass der ein bisschen ungleichmäßige Zähne hat, der Mr. Dent. Und auch da würde ich sagen, seht ihr das? Ich denke, ich würde sagen, das könnte ein Karies werden, da sollte man vielleicht mal was dagegen tun. Zahnausfall hat er noch nicht, der Mr. Dent, aber also einen leichten Überbiss, gell? Also der Mr. Dent, der hat jetzt total Hunger. Und deswegen, der isst jetzt gerade da Schokolade. Also das ist jetzt nicht nach was es aussieht, es ist die Billigvariante. Und die ist auch schon breckerl abgelaufen. Also bevor ihr jetzt wieder sagt, boah, da irgendwo verhungert Leid und du schmierst jetzt hier die Nutella, habe jetzt Nutella gesagt, das ist kein Nutella, die Nutella da hier sinnlos in der Gegend rum. Na, ist nicht so. So, also, jetzt. Das ist, als läuft das schon. Also der Student, der hat jetzt einen riesigen Stapel Nutella in sich reingedentet. So. Also dieses Lächeln, wenn euch das am Morgen begrüßt, dann denke ich, dann wisst ihr, dass ihr irgendwo falsch abgebogen seid. Lassen wir den mal so stehen. Ja, normalerweise würde jetzt der Mr. Dent sich jetzt den Mund mal ausspülen. Das ist mir jetzt gerade zu viel Sauerei. Ich schaue jetzt, ich besorge jetzt mal geschwind eine Zahnpasta, weil die haben jetzt hier zwar eine dabei. Das ist ja super, obwohl, sagen wir fair, ne? Nehmen wir mal die. Da das Ding schon eine Weile gelegen ist bei mir. Ich glaube, die hat ihren besten Teil schon. Halt mal, hä? Ach so. Ja, bin ich blöd. Gehört das da hin? Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich habe auch die Gebrauchsanleitung. Ich glaube, da gibt es keine. Das habe ich jetzt gar nicht verstanden. Das wäre ja noch das beste Erfolgskonzept, wenn man noch die Zahnpasta auch dazu kaufen müsste. Was steht da drauf? Armorbrush GmbH. Ich soll die Anleitung lesen. 29.19. Wird eng. Ich lese da immer Embush. Ich weiß auch nicht. Also aber mit Anschlag hat das Ganze nichts zu tun. Das ist nämlich sicher ein super Gerät. Also ich bin da davon völlig überzeugt, dass das super ist. Erzähl fix, wie soll das funktionieren? Ja, ich habe wie gesagt, ich habe keine Anleitung dazu. Aber jetzt Moment, wie soll denn das? Ah, da ist ein Löchli und da ist ein Magnetli und dann soll wahrscheinlich der Spaß hier aus denen. Okay. I'm going to be surprised, I think. Sie fixe zu, das ganze braune Zeug da an dir. Gottes Willen. So viel Braun in einem Video, das ist gar nicht gut. Fürs Karma und so. Okay, das ist zugepappt. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt. Könnt ihr sicher machen und irgendjemand wird es in den Kommentaren ergänzen. So, also das gehört da rein. Und jetzt schaltet man mal, hier gibt es ein Wassersymbol. Ich glaube, ich schalte es doch mal geschwind gleich online. Aber jetzt stellen wir mal so dämlich an, wie der andere Volltrottel.
ohne Anleitung. So, also hier Switch on. Okay. Jetzt müsste dann da irgendwo die Pumpe rauskommen, oder? Ich weiß nicht, ob das... Oh, da kommt's, es kommt, dem kommt, es kommt ihm. Okay. Das war jetzt natürlich unfair. Das ist ein Brecker wenig. Machen wir es nochmal. Ah, okay. Das ist... Ach, das ist eine Pumpe. Das hier, ich habe mir schon gedacht. Da kann man hier... Oh, das ist ja highly sophisticated. Komm, let's get pumped. Der Mr. Dent, der muss jetzt ein bisschen hier zurück, ne? Weil sonst ist so viel im Bild und das ist dann so unruhig. So, AC fix, jetzt habe ich schon klar am Objektiv. So, also jetzt machen wir hier mal da. Vier Stunden später. Komm. Ja. Also es hört sich ein bisschen... wie hört sich das an? Es hört sich wie leichte Luftpumpe an oder so Haar. Habe ich wieder mein wallendes Haar in den Sachen gelassen. Also ich will jetzt nicht so negativ sein, machen wir es mal so. Doch will ich eigentlich schon, aber ich glaube, ich kann hier pumpen, wie ich will. Ja, da ist aber auch nicht mehr viel drin, gell? Da kommt gar nichts. Fairerweise, das Zeug ist abgelaufen. Wenn ich jetzt das wegnehme. Also da hat es schon ein bisschen was reingepumpt. Jetzt kommt nichts mehr. Ah, der Fix. Also auf der einen Seite wird gepumpt und auf der anderen, das ist Druckeinlass und so weiter. Ne? Also, okay. Also das ist jetzt also nicht schon mal der allergrößte Erfolg. Vor allem das hier, das soll dichten. Ja, okay. Also der Mr. Dent ist schon mal sehr unzufrieden, weil der wollte eigentlich in 10 Sekunden sich seine Fressleisten polieren. Hat bis jetzt nicht funktioniert. Ich muss eine alternative Zahnpasta jetzt benutzen. Und das ist jetzt fix in meinem Pfoten aus. Ja, ich spiele jetzt hier mal den Signalinjektor. Ja, der Witz macht so keinen Sinn. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wieder absolut keine Ahnung. Also so viel Toothpaste wird da niemals verteilt worden sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ich habe jetzt hier schon jede Menge Dreck rumliegen. So. Aber jetzt, der Mr. Ach so, das ist... Das ist ja ein bilaterales Abkommen, was hier geputzt werden soll. So, also so viel Zahnpasta ist die reine Verschwendung. Es ist... Oh, I don't like it. Ach, jetzt... Ah, C5, weil es ist ein Dreck hier. Hat jemand gesagt, dass Zahnarzt ein sauberer Beruf ist? So, jetzt machen wir das aber... Jetzt sind wir mal ganz fair, ne? Da, ich mache jetzt hier mal den Cleaner. Please hold the line. Aber es riecht jetzt hier relativ frisch. Also mit der neuen Zahnpasta. Also und jetzt werde ich mal versuchen, die Fresse zuzumachen. So, also jetzt hier machen wir den Mr. Dent. Den machen wir jetzt zu. Und jetzt gib's ihm. Das ist, wenn man die Fresse zu weit aufreißt. Ja. Jetzt geh halt an. Also ich sehe jetzt auch hier keinen Unterschied in der Aktion, ob ich jetzt diesen Vibrator hier einschalte oder nicht. Also, wow. Ich mache jetzt hier gerade mal den dritten Angang. Der Mr. Dent ist hier ein bisschen... Ich bewege es mal mit, aber... So. Also ich will mal fair sein. Also auf jeden Fall sieht man hier, dass sich hier die Schoki ein bisschen schlecht verteilt hat. Wir sehen auch, dass die Ansammlung im Gaumenbereich ja durchaus zu viel ist. Aber ich will fair sein. Ich werde das Ganze jetzt mal, ausspülen. Also der Mr. Dent geht jetzt geschwind ans Wasser. Ne, nicht zum Wasser lassen, sondern der spült jetzt mal aus und mal gucken, was dann passiert. So, da sind wir wieder. Also es ist besser geworden. Ich habe jetzt einfach das Unterwasserhahn hier gespült. Der Gegenbeweis wäre jetzt wahrscheinlich relativ einfach. Das Ding so unter den Wasserhahn heben, da wäre auch schon viel weggegangen. Hier sehen wir, da ist immer nur einiges Zeigel. Also meine Vermutung, ich kenne mich ja überhaupt nicht mit Dentalhygiene aus. Und das ist auch kein Test. Und ja, ich will auch nichts über dieses Produkt sagen. Ob es jetzt gibt, ist mir jetzt völlig egal. Aber hier diese ganzen vielen Borsten... die auf den ersten Blick eine tolle Idee sind, die scheinen hier auch zumindest mal
eine gewisse Neigung zu haben, den Drake zu behalten. Ja, sieht man auf beiden Seiten. Ne? Die Frage, was diese Vibration bringen soll, die kann ich euch nur mäßig beantworten. Wahrscheinlich bin ich in der Anwendung einfach nur zu dumm. Oder wahrscheinlich ist es ein bedauerliches Einzelstück. Ihr kennt es ja, es trifft immer mich mit diesen bedauerlichen Einzelstücken. Ich möchte gar nicht sagen, dass das ein Fehler ist. Ich möchte nur sagen, dieses Teil verhält sich ein klein wenig unerwartet. Also rein vom Putzen her. Also wir könnten jetzt natürlich gern demgegenüber eine normale, von mir als elektrische oder Schallzahnbürste verwenden, aber ich behaupte jetzt einfach mal, schon allein dadurch, dass er mit einer normalen Zahnbürste auch da richtig hinkommt, während ihr bei dem hier relativ wenig Freiheitsgrade in der Bewegung habt. Ne? Also komm, ich zeig's euch nochmal. Wie gesagt, kein Dentalhygieniker, kein Zahnarzt, keine Ahnung. Ihr habt hier, irgendwann ist halt, kriegt's das, je nachdem wie weit das Maul aufreißen könnt, kriegt ihr das Ding nicht mehr weiter rein und dann heißt fest zubeißen, das macht schon wieder Spaß, gell? Fest zubeißen, sagt der Mr. Dent, aber ihr könnt da nicht mehr viel bewegen, ne? Also, das war's dann. Ich weiß nicht, ob es das Ding für verschiedene Maulgrößen gibt. Wieso fällt mir jetzt Maulsperre ein? Ah, nee, ist ganz anderer Zusammenhang. So, jetzt, der Spaß hier muss auch weg. Ah, ich hab's doch gar nicht eingeschaltet. Geh aus, geh aus. Boah, I'm haunted. Frage 1 wäre, kann man die Batterie wechseln? IP45. Und hat Bluetooth. Hat Bluetooth. Das macht echt bestimmt viel Sinn. Everything is better with Bluetooth. Oder meint er, dass die Zähne nachher blau werden? Das weiß ich jetzt auch nicht. Da das IP45 ist, kriege ich das garantiert nicht ohne Blutvergießen auf. Hauptsache es ist nicht mein Blut. Jetzt geht es schon wieder an, das Klumpzeug. Geh aus, zerfix. Verschweißt, verschweißt, verschweißt. Also ich rate mal, dass hier eine Kante ist, also bei nicht raten, ich sehe die Kante, aber dass es das hier zusammenhängt und hier das hier drauf gebaut wurde und dann dadurch danach verschweißt wurde. Also müssten wir es da auch aufkriegen. Jetzt geht das blöde Ding schon wieder an, das macht mich wahnsinnig. Please hold the line. Haha. Und willst du nicht aufgehen, dann brauche ich den Seitenschneider. Muss schauen, dass ihr nachher nicht den Akku reinschneidet. Normalerweise macht es immer Knack an der Stelle. Wenn man den Akku reinschneidet, dann werdet ihr mich ganz schnell rennen sehen. Ach ja, nicht zu Hause nachmachen, weil das ist very dangerous. Boah, da haben sie aber einen Kunststoff genommen, der ich lebe mir am Arsch, gell? Normalerweise knackt es an der Stelle schon so Jesus-mäßig. Für alle, die schon drauf gewartet haben. Hier der Auftritt der Beißzange. Cool. Also ich nehme mal an, unten muss eine Spule sein. Eigentlich wäre es geschickter, von unten reinzugehen. Wie würde ich dann, denke ich mal, ist hier irgendwo natürlich der Motor im oberen Bereich. Ich hoffe mal, dass der Akku unten ist. Hoffe ich mal. I hope so. Very much. That is not working. That is bad. So, let me dream of that for you. Immer wieder nachgucken, wo wir da reinschneiden. Boah. Also das ist die Stelle, wo normalerweise jedes Gerät schon knack macht und aufgeht. Also man kann echt nichts sagen in Bezug auf Schweißen, das können sie. So, fühlt sich an wie beim Zahnarzt. Hahaha. Also ich habe jetzt mal ein bisschen weitergemacht. Da oben war irgendwas Metallisches, ist ja klar, weil da müsste der Magnet sein. Was wird sich im Inneren verbergen? Zähfix. Indiana Jones und der Gebissvibrator des Todes. Das ist ein ziemlicher Magnet hier, ne? Er geht ja weg. So. Oh, der Held wird Sau. So, das ist jetzt quasi noch nicht der Money Shot, aber was mich jetzt hier interessiert, hier sind Schrauben. Und das irritiert mich, weil, Gott, das zum Zerlegen und Batteriewechsel und so weiter ist das eh nie gedacht gewesen. Das kann nicht sein. Ich habe jetzt mal die Vermutung, dass die Pumpe einen ganz erheblichen Platz hier einnehmen wird. Sag mal, das geht immer noch nicht auseinander. Ich möchte wenigstens so weit reingucken können, dass ich sehe, wo ich weiter fräsen kann. Also hier oben ist nichts, was gefährlich werden kann. Weil hier ist ja nur die Pumpe mit dem
mit dem guten Output hier. Ist klar, dass das mit Gewalt quasi nicht auseinander geht, weil das ist nicht bloß geschweißt. Das ist hier geschraubt, da ist irgendwas da dagegen geschraubt. Könnte es bloß sein, dass wir uns hier über dieses Gedingsbums da, dass man das, dass sie da etwas darunter versteckt haben. Also hält gut. Kann man sich nicht beschweren. Aber auch da sind zumindest bis jetzt keine Schrauben sichtbar. Ist das die Schraube, die alles zusammenhält? Ach, ich depp, das ist natürlich die Leuchtdiode, die nicht alles zusammenhält. Hm. Also da ist die Pumpenkonstruktion hier, ne? Also hier das große Knöpfli und hier die Pumpe. Das ist ziemlich klar. Jetzt fängt er wieder sich an. Jetzt ist er beleidigt. Deswegen hat das Klavier ja gerade rot geblinkt. Geh aus, du blödes Ding. Jetzt hat's knack gemacht. So, jetzt. Money Shot, los, zacki. Da ist der Akku, hier. Der ist auch wirklich gut untergebracht, da kann man sich nicht beschweren. Also selbst bei meinen Fräsarbeiten besteht da relativ wenig Gefahr. Den nehme ich jetzt lieber gleich außer Betrieb. So, weg ist er. Und hier sehen wir die Schrauben. Also das Ganze ist schon zusammengeschraubt. Mich wundert jetzt gerade, dass wir relativ viel Platz haben, so wie das jetzt gerade ausschaut in dem Gerät. Achso, halt, wir haben den Vibrator noch nicht gefunden. Da, der muss... Sind das zwei Platinen? Are you kidding me? Naja, maybe. So, und wer meinen Beitrag über Damenspielzeug gesehen hat, der wird die Konstruktion erkennen, das ist eine Umwucht und ein Motor. Unterscheidet sich nicht von irgendeinem einschlägigen Damenspielzeug. Da dürfte eine LED drunter sein. Deswegen haben sie das so ein bisschen isoliert hier, lichtmäßig, damit das mit dem hier übereinstimmt. Hier sieht man auch noch die Druckspuren hier. Also das haben sie schön gemacht, da kann man sich da nicht beschweren. Hier, das ist der Anschluss für den Taster zum Einschalten. Das ist, wie gesagt, die Pumpe hier. Das sieht, so sieht es aus wie so aus einem Alien-Film, gell? Könnte man jetzt wirklich denken, hoho, die geheime Masse wird hier verteilt. Ich habe jetzt, was ich jetzt schon abgerissen habe, ist hier die Spule fürs Laden. Das ist nichts Besonderes, das ist einfach eine Spule auf einem, ist das, keine Ahnung, ob das jetzt irgendein bloßer Pappe ist oder was Magnetisches. Aber wir haben ja einen Magneten da. Der hat sich schon irgendwo eine Spuse gesucht, der Magnet. Ah. Ah, das ist magnetisch. Okay. So, back to the Platine. Oh, mein Englisch ist heute wieder very eingerostet. Mich wundert jetzt gerade, dass sie da tatsächlich noch eine gewisse Menge Bauteile reingebastelt haben. Für was? Also mechanisch kann man da gar nichts sagen. Das Ding ist hier eingeklipst und geschraubt. Naja, Vibrationen könnte man natürlich bei so einem Gerät erwarten. Also müssen sie da ein bisschen vorsichtig gewesen sein. Damit es den Leuten nicht im Mund raus vibriert, gell? Vor lauter Begeisterung. So, jetzt kommt raus. So, das sieht nach, da habe ich den Akku abgeschnitten. Alleid. Das sieht mir jetzt danach aus, wie wenn sie sich das Leben einfach gemacht hätten. Da haben sie wahrscheinlich den üblichen Akku-Controller, also Lithium-Ionen-Controller dran gehängt. Ich habe uns das Ganze mal unter das Mikroskop gelegt, wisst ihr, weil wir es haben. Jetzt habe ich bloß schon ein bisschen vorgeschafft. Und solange ich jetzt da am Scharfstellen bin, natürlich, ich habe das schon mal gezeigt, aber das wird natürlich finanziert von eurer Unterstützung und bla bla. Ihr wisst schon, was jetzt an der Stelle kommen sollte. Ihr könnt unten in der Videobeschreibung gucken, was ihr machen könnt, wenn ihr wollt, dass ich solche lustigen Teile benutzen kann und euch dann auch einiges zeigen kann. So, also, fangen wir mal bei sowas Einfachem an hier, wie hier. Hier sieht man die Leuchtdiode, ne? Also das, da können wir noch weiter rein vergrößern. So, das sieht dann so aus. Und dann seht ihr auch, dann kriege ich es ganz scharf, jetzt könnt ihr wieder auf Autofokus stellen. Ja. Dann seht ihr auch, dass hier 1, 2, 3 Leuchtdioden sich verstecken. Auch ganz spannend, weil da ist natürlich ein Prozessor drin. Für den Gruscht haben wir heutzutage schon einen Prozessor. Aber auch hier ganz spannend, das ist neben, wir sind jetzt hier neben dem Prozessor hier, ne, da ist ein C und das ist, ja, ich sehe es hier schon, L. Also da ist eine kleine Induktivität hier als SMD-Bauteil. Und hier sieht man sehr schön, wie die Leiterbahn jetzt hier eine Leiterbahn bildet.
Und das reicht als Spule. Entweder ist das ein Teil einer Spannungserzeugung oder es ist ein Oszillator für das Ding. Ja, ein bisschen mehr in den Gesamtüberblick, dass man nicht so, dass man den ganzen Wald voll lauter Bäume nicht mehr sehen. Also entweder das hier dient zur Spannungserzeugung, dass das Ding schon irgendeinen DC-DC-Konverter drin hat, oder was ich eher glaube, das ist, damit der anschwingt, also als Teil seines Taktgebers, wobei er hier auch noch ein 32 MHz Quarz hat. Vom Prozessor her, wenn es euch wirklich interessiert, es ist ein N52832. Fand ich jetzt nicht so spannend, habe es gar nicht nachgeschaut. Es ist erstaunlich viel Schaltung hier drauf für das Zeug. Hier wird der Motor angeschlossen und das sieht ein bisschen nach einer Brückenstufe aus, kann aber eigentlich auch nicht sein. Vielleicht haben sie das einfach so gemacht, also dass sie eine Push-Pull-Stufe, mein Gott, dass sie eine Push-Pull-Stufe gebaut haben. Da das Marking ist unterschiedlich von den Transistoren, oder? Sieht so aus. Was ihr jetzt hier auch sehr schön seht, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier guckt, hier die Reflexion, das Ganze ist durchgehend lackiert. Also die haben sich schon so weit Gedanken gemacht, wenn das Ding wirklich nass werden sollte, wo es echt gut verschweißt, da kann man jetzt gar nichts sagen, dass da nichts passiert. Schauen wir nochmal zum Prozessor rüber. Ja, da könnte ich jetzt nicht schwören, dass der Lack da drüber geht, aber ich vermute es mal, weil ja auch die ganze Oberfläche hier, die man sieht, jetzt hier lackiert ist. Auf der Rückseite seht ihr jede Menge Testpunkte. Da gibt es sonst nicht viel zu bemerken. Ich habe jetzt hier noch einen Chip unterschlagen, und zwar den hier. Und da tue ich mir jetzt gerade ein bisschen mit der Beschriftung schwer. Das sieht ein bisschen aus wie BQ316, BQ oder BQ516. Was mich da etwas verwundert, ist, dass sie da noch sehr viel Kondensatoren und Gebimsel drin haben. Und weil da irgendwas von Bluetooth stand, ja, da wäre jetzt schon die Frage, ich sehe jetzt hier auch keine Bluetooth-Antenne drin. Ich schau mal, ob ich den Lack weggekratzt kriege, weil jetzt ist eh schon wurscht. Das geht besser weg, als ich dachte. So, vielleicht hilft Isopropanol noch ein bisschen. Isopropanol beim Trocknen zugucken. Manchmal hilft es, wenn man dran bleibt. Das ist ein BQ51013B von TI, ein Highly Integrated Wireless Receiver QI oder SHI oder wie auch immer Compliant Power Supply. Das ist der Controller für die Logik des drahtlosen Ladens. Der hätte ja drauf kommen können. Deswegen hat dieses ganze Gebimsel hier unten. Das wird wohl, da wo ich die Drähte abgerissen habe, das muss hier irgendwo gewesen sein, das wird wohl hier sein, um dieses ganze QI abzuwickeln. Ja, irgendjemand von euch wird mich garantiert korrigieren. Also, damit wird der Chip hier auf jeden Fall geklärt. Das da oben, da bleibe ich bei der Vermutung, das ist so eine Art Brückenschaltung oder Push-Pull-Schaltung für die Motoren. Das ist ein Chip, da ich keinen Bock hatte, ihn nachzugucken. Da waren wir hier bei einem LC-Glied, hier ein 32 MHz Quarz. Jetzt kommt hier das Plastik rein. Da hatten wir noch die Leuchtdiode, die könnt ihr euch noch erinnern. Ja, da ist die Leuchtdiode und da ist der Taster, um den ganzen Spaß einzuschalten. Und man beachte, dieses hochwertige Industrieprodukt ist schon in der Revision 1.1 verfügbar. Also, jetzt findet ihr den Fokus nicht. Also jetzt bevorraten. Die Zusatzplatine hier, weil wir jetzt schon gerade schön am Mikroskopieren sind. Jetzt kostet es nichts mehr. Na, hier Batterieanschlüsse, handgelötet. Das sieht wieder nach einem Härchen aus hier. Jetzt können wir gucken, ob wir da einen unserer üblichen Verdächtigen als Ladechip finden hier. Okay, da ist jetzt die Grenze erreicht, wo ich mit Kratzen und Reinvergrößern und Saubermachen nicht mehr arg viel erreiche. Das war's dann an der Stelle. Also so viel zu dem Teil. Ich kann noch geschwind mich bei Thomas bedanken, dass er mir das Ding geschickt hat, auch wenn es wieder eine Weile bei mir gelegen ist. Es war jetzt mal wieder unerwartet spannend. Er hat in seinem Brief mir noch die Frage gestellt, er hat es ausgedrückt, ich zitiere so aus dem Gedächtnis. Er stellt das Ganze in Frage, wie die Schwingungen auf das Griffstück übermittelt werden. Ja, das sehen wir hier halt. Das ist halt einfach ein handelsübliches Vibrationsgerät. Er stellt dann noch die Frage, ob die Schwingung gedämpft wird. Nee, das ist nicht so. Wenn man sich jetzt hier den Motor unter dem Mikroskop anguckt, es ist viel lächerlicher. Der Motor lässt einfach alles vibrieren. Da ist keine Entkopplung. Das ist nicht wie bei den normalen Schallzahnbürsten. Müssen wir euch auch mal eine zerlegen. Wenn es euch interessiert, schreibt es mal drunter.
Bei den Schallzahnbürsten habt ihr es ja so, dass der Griff, der rausgeht, das Endstück vibrieren lässt. Hier, dieses Dingens hier, diese Umwucht hier, ich lang mal mit der Pinzette rein, die lässt einfach alles vibrieren. Also es wackelt euch alt in der Hand. Toll. Naja, also ich hoffe, das Ganze hat euch interessiert. Wenn ihr weiterhin solche Videos gucken wollt, solche Videos, wie ich sie euch jetzt gerade hier am Rand einblende, dann müsst ihr natürlich unbedingt den Like-Button drücken. Ach nein, den Kanal abonnieren und euch an die Glocke langen. Na, das war jetzt irgendwie falsch. Aber ich denke, ihr wisst schon, wie es gemeint ist. Dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video. Und vergesst nicht, ich habe ja noch so ein Heimkino, Fernsehen, Film, Serienkanal und so weiter. Ah, bis zum nächsten Mal. Servus.